Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Auf geht's zu einem neuen Video. Diesmal schauen wir uns die 30 beliebtesten Aktien an in Zeiten des Börsencrashs. Der Börsencrash ist irgendwo die gemeinsame Klammer, die die ganzen letzten Videos zusammenhält. Im allerletzten Video haben wir uns eine Turnaround-Aktie angeschaut, Karneval, geguckt, wie man so das Risiko bei so einem Turnaround-Stock einschätzen kann. Jetzt wieder ein bisschen allgemeiner. Jetzt geht es quasi zu einer Art Tendenz, weil es gibt massive Verschiebungen der Beliebtheitsliste, diesmal im Vergleich zum Vormonat. Ich mache ja jeden Monat, veröffentliche ich auf meinem Blog aktienfinder.net die 30 beliebtesten Aktien der Mitglieder. Das heißt, es sind die 30 Aktien, die die meisten Kauflimits auf sich vereinen. Du weißt vielleicht, das siehst du danach auch noch, dass du auf aktienfinder.net Kauflimits hinterlegen kannst und dann kriegst du, wenn du möchtest, auch noch eine Mail, wenn dieses Kauflimit erreicht bzw. unterschritten ist. Und ich kann das Ganze auswerten, was ich monatlich tue. Und diese Listen sind im Normalfall relativ stabil. Es gibt immer Ausreißer und Veränderungen, aber so im Allgemeinen sind diese Listen relativ stabil. Bis zum Börsencrash. Und jetzt gab es hier massive Verwerfungen und es gab auch nicht so ganz allgemeine Tendenzen und wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an und gucken mal, welches die Gipfelstürmer sind und gucken dann auch, ob diese Gipfelstürmer jetzt schon nach dem Kurssturz fair bewertet sind, ob das jetzt schwarz ein Schnäppchen ist oder eben nicht. Und ich wünsche bei dem Ganzen gute Unterhaltung, damit du dann möglichst zu Hause bleibst und keine anderen ansteckst oder angesteckt wirst. Ja, ich zeige dir erstmal hier die Liste oder vielleicht kurz zuvor. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe die Seite aktienfinder.net und ja, hier geht es um das langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und ich denke, das macht diese Listen auch so interessant, weil die Mitglieder, die sich so auf dieser Seite tummeln, das sind langfristige Investoren und mit dem Fokus auf Qualität, auf Qualitätsaktien. Das Excel hier, das ist die Basis für meine Auswertung, die ich dann auf dem Blog live stelle. Auch diese Auswertung, über die wir jetzt dann näher sprechen werden, die gibt es dann auch auf dem Blog live und ich verlinke das dann am Ende von dem Video auch noch. Und es ist natürlich kostenlos, so wie auch hier dieses Video kostenlos ist. Also hier siehst du beispielsweise, das war die Auswertung vom Oktober oder hier vom September schon. Und du siehst dann, welche Aktien, ich mache es ein bisschen größer, in der Beliebtheit ganz oben stehen: Johnson Johnson 3M, Microsoft Visa, McDonald's und so weiter. Und da tut sich jetzt schon ein bisschen was, aber du siehst 3M, Johnson & Johnson bleibt und die Lever bleibt da. Microsoft ist dann nach unten gerutscht, ganz offensichtlich. Aber so im Großen und Ganzen war die Liste immer relativ stabil. Ich wandere jetzt hier durch die Monate in Richtung Gegenwart. Hier siehst du das wieder. Ist also meistens so irgendwo die gleichen Namen, die hier auftauchen und hier wieder. Moment. Kannst du das Video entsprechend anhalten, um zu gucken, wie so von Monat zu Monat sich das Ganze verändert hat. Und jetzt kommen wir dann, ist das der Februar hier, also das war die vorletzte Auswertung, beziehungsweise die letzte Auswertung. Und dann kommen wir zur aktuellen Auswertung und hier gab es dann massive Verwerfungen hier in den Top-Rankings insbesondere. Und es gibt ja eine allgemeine Tendenz. Ich zeige dir jetzt nochmal im Blog, wie die Liste aussieht. Das ist hier. Hier sieht die Liste jetzt aus. Und da erkennst du jetzt, welche Aktien ganz oben stehen. Du siehst die Tendenz, also um wie viel Plätze es nach oben und nach unten gegangen ist. Gut, aktuelle Dividendenrendite, dann die Kauflimits. Das ist das durchschnittliche Kauflimit, zu dem die Mitglieder jetzt dann die Aktie gerne sich ins Depot legen würden. Dann den Abschlag, das heißt die Differenz, die noch erreicht werden müsste, bis das Kauflimit erreicht ist. Und das ist eine neue Spalte aufgrund des Börsencrash, in dem wir uns momentan befinden. Der Kursverlust, den die Aktien jeweils jetzt erlitten haben, auf den letzten Monat bezogen, die sind alle, also es gibt keine Aktie, die hier zugelegt hat, wenn mich richtig erinnert, sind die Top 30, kannst du dann hier noch weiter blättern im Blogbeitrag. Ja, und was jetzt einfach interessant ist, ist, wenn du hier siehst, welches die neuen Favoriten sind, im Prinzip, oder sagen wir mal anders,
Software- bzw. internetnahe Unternehmen bzw. Geschäftsmodelle, wenn du das so sehen willst, die jetzt nach oben gespült in der Liste und die klassischen Dividendenaktien, die ganz, ganz lange Zeit ganz oben waren, die haben teilweise massiv an Beliebtheit verloren. Das heißt, 3M beispielsweise siehst du hier überhaupt nicht mehr. Die sind gerade noch in der Liste drin, wenn ich mich recht erinnere, und zwar auf dem letzten Platz hier 3M, also die haben 27 Plätze verloren. Noch andere Aktien, wie beispielsweise gut, Johnson & Johnson ist noch in den Top 3, aber war halt vorher die Nummer 1. Oder Unilever hier hat 11 Plätze eingebüßt. Das heißt, so klassische Dividendenaktien haben verloren. Und wer gewonnen hat in der Beliebtheit, das sind Technologieaktien. Microsoft um 55 Plätze nach oben, Amazon um 18 Plätze nach oben gespült. American Tower, für mich auch im Prinzip eine Technologieaktie. Warum? Weil die halt vom Datenvolumen, also vom Internet sozusagen, profitieren. Die vermieten ja Sendemasten, kommen wir noch drauf. Um 20 Plätze nach oben. Apple um 97 Plätze nach oben. Digital REIT, D-Trust, auch ein REIT wie American Tower, ein REIT für Rechenzentrum. Auch die profitieren von dem wachsenden Datenvolumen, das durch das Internet ermöglicht wird. 29 Plätze nach oben. Also ganz massiv hier unten Alibaba. Auch in die Top 15 reingekommen, 26 Plätze nach oben. Wie Tencent, 6 Plätze nach oben in den Top 10. Das heißt, es gibt hier einen eindeutigen Trend hin zu den internetdienstleistungsnahen Technologieaktien, und die klassischen Dividendenaktien, die haben doch in Summe relativ stark verloren. Und das ist eine interessante Entwicklung. Und wir schauen uns, denke ich, jetzt mal, oder warum ist es so? Ich denke, es gibt zwei Gründe. Gucken wir also erstmal, warum, wie ich mir diese Verschiebungen erkläre. Möglicherweise ist es einigen klar geworden, dass Aktien mit relativ hoher Dividende oder zyklische Aktien vielleicht doch keine so sicheren Investments sind, während Geschäftsmodelle, die nah am Internet sind, softwarelastig sind, die laufen deutlich besser, und Unternehmen wie beispielsweise Amazon, die stark sind im Online-Handel, die sind da auch im Streaming dabei, also Amazon Prime, das sind jetzt die Krisengewinner, wenn man so möchte, der Corona-Krise. Und ich denke, das ist den Leuten auch jetzt so vielleicht ein bisschen mehr bewusst geworden, weshalb es jetzt hier so ein Shift gegeben hat, hin zu diesen Technologieaktien, ein bisschen weg von den Dividenden-Klassikern. Was auch noch, oder American Tower, ja, ich denke, das ist also einfach, und gucken wir uns jetzt einfach mal Microsoft, Amazon und American Tower an. Ich habe sie genannt, die drei Gipfelstürmer in dem Block, und schau mal, wie die Aktien jetzt so bewertet sind. Dafür gehen wir selbstverständlich in den Aktienfinder rein. Und da sind wir jetzt auch gleich. Ich habe dann schon eine kleine Watchlist gemacht, um dann die Aktien auch gleich aufzuspüren. Und das Interessante ist ja jetzt, wenn ich hier jetzt nochmal hingehe, diese Aktien, insbesondere die Technologieaktien, das sind ja so auch die Zugpferde im Nasdaq gewesen, also insbesondere jetzt Microsoft oder Amazon oder Apple beispielsweise. Und die Frage, die ja jetzt irgendwo auf der Zunge brennt, ist, ob diese Aktien, nachdem sie bis zu 26% eingebüßt haben innerhalb eines Monats, nun günstig bewertet sind, vielleicht sogar ein Schnäppchen sind oder nicht, und welche Rendite wir von diesen Aktien jetzt erwarten dürften, wenn wir die jetzt uns ins Depot holen. Dann haben wir hier den Merkzettel, und ich wähle den mal aus und darf ihn auch gleich auswählen hier. Und jetzt wirst du gleich die drei Aktien hier sehen. Jawohl, da sind sie. Und da fällt als erstes erstmal auf, mir zumindest, was für eine hohe Punktzahl die da alle haben. Ich habe ja mein persönliches Ranking, das auf das Gewinnwachstum der Unternehmen abzielt. Und die haben ja hier zwischen 96 und einer glatten 100, was schon wirklich außergewöhnlich gut ist. Hier hast du nochmal die Kursverluste innerhalb eines Monats. Und dann gucken wir uns jetzt mal die drei Aktien beispielhaft an, wie die Bewertung dieser Aktien aussieht. Zwei von diesen Aktien bezahlen Dividende.
Amazon, ja, wie du es wahrscheinlich schon weißt, kein, aber American Tower und Microsoft bezahlen Dividende. American Tower, wie gesagt, ein REIT. Ich habe in einigen Kommentaren schon gelesen, oh, REITs zerlegt es ja, aber nein, das stimmt nicht. Ein REIT ist nicht ein REIT. Ein REIT heißt ja nur, woher seine Gewinne bezieht, quasi aus Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und dass die steuerliche Vorteile haben und 90% des Net Incomes ausschütten müssen in Form von Dividenden an die Aktionären. Aber mehr heißt es ja nicht, was die jetzt vermieten, das müssen ja nicht alles Einkaufszentren sein. Meistens ist es so, dass wenn die Leute sowas schreiben, dann haben sie so ein REIT wie Realty Income vor sich. Aber es gibt eben auch komplett andere Geschäftsmodelle unter den REITs, wie eben American Tower beweist. Und die müssen eben nicht leiden unter dem Coronavirus bzw. unter dem aktuellen Börsencrash. Gut, also Amazon, siehst du hier mal das langfristige Gewinnwachstum, wie hier die Gewinne seit neuestem, aber insbesondere die Cashflows abheben. Gehen wir gleich mal hier in die Bewertung rein, wenn wir wissen wollen, ob die Aktie jetzt günstig bewertet ist. Und dann müssen wir uns am operativen Cashflow orientieren. Und da können wir die Bewertung so im Prinzip auch schon lassen. Das siehst du hier die Cashflows, wie sie sich so entwickelt haben. Vielleicht nehmen wir den Bereich hier, weil hier war der Cashflow mal relativ niedrig. Und du siehst ja, dass der faire Wert, also diese dunkelgelbe Linie sich schön anschmiegt an den Verlauf des operativen Cashflows. Klar, darauf basiert ja die Fair Value Berechnung. Dann zoomen wir mal ein bisschen rein. Und was du dann siehst, das ist eben, dass die Aktie bzw. der Aktienkurs mal davon gelaufen ist. Hier von 2016 bis hier September 2018 ist der Aktienkurs ganz schön angestiegen. Von 800 US-Dollar hat er sich mehr als verdoppelt auf über 2000 US-Dollar. Der faire Wert lag aber nur bei ungefähr 1400 US-Dollar. Und dann kam es eben, wie es kommen musste. Dann ist der Aktienkurs oder hat der Aktienkurs korrigiert, ging es auf bis 1500 Dollar runter. Und dann haben wir hier jetzt länger eine Seitwärtsbewegung. Und während dieser Seitwärtsbewegung, wie lange hat sie gedauert? Also 1,5 Jahre ungefähr. Und in der Zeit hatte die Aktie, also hatte das Unternehmen Zeit, den Gewinn bzw. den Cashflow zu steigern, sodass dann auch die Aktie mehr wert wurde als Anteil am Unternehmen. Und mehr oder weniger ist die Aktie momentan fair bewertet. Fairer Wert bei 1750 US-Dollar. Ich habe mir übrigens die Aktie jetzt nochmal ins Depot gelegt, also ich habe nochmal nachgekauft. Für 1700 US-Dollar habe ich in einem der vorherigen Videos erwähnt. Der faire Wert ist also bei 1750 Dollar und die Aktie jetzt ungefähr 100 Dollar teurer, also ganz leicht überbewertet. Du siehst aber dann, und da können wir jetzt die Prognosen durchaus verwenden. Das ist nicht immer möglich. Also bei Zyklikern, bei Unternehmen, die ganz stark jetzt von der Krise betroffen sind, da haben die Analystenhäuser noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber bei Unternehmen wie Amazon, die sogar ja davon profitieren, von der aktuellen Krise durch Verlagerung des Handels weiter ins Internet hinein und beispielsweise durch Streamingdienste, weil die ganzen Leute zu Hause bleiben müssen, da können wir das durchaus verwenden. Und wenn wir dann mal schauen, was so die Renditeerwartung denn wäre, da hätten wir dann 23% aufs Jahr, wenn wir hier einfach mal die Linien miteinander verbinden zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem fairen Wert basierend auf dem operativen Cashflow. Das heißt, die Amazon-Aktie wäre schon Pi mal Daumen fair bewertet. Ich gebe natürlich keine Kaufempfehlung ab. Ja, das wisst ihr ja. Immer selbst für euer Geld verantwortlich sein. Das war gar keine Disclaimer reingeschoben. Aber hier 23% wäre dann die Renditeerwartung und es wäre schon ordentlich, wenn es denn so kommt, wie die Analysten prognostizieren. Erstens und zweitens, wenn der Markt dann auch diesen fairen Wertbeziehung, den wir hier berechnet haben, für bare Münze nimmt und der Aktienkurs sich entsprechend dem fairen Wert verhält. Dann hätten wir American Tower. American Tower, wie gesagt, hier werden Sendemasten vermietet. Hier seht ihr dann den Funds from Operations. Der operative Cashflow ist auch positiv. Der ist schmiegt sich sehr nah an die Funds from Operations übrigens, weshalb dann auch hier die fairen Werte relativ nah beieinander liegen. Machen wir die mal weg. Da muss ich mal kurz gucken, welche so hier die faire oder die richtige Periode wäre. Nehme ich mal hier den Bereich und dann zoomen wir mal ein bisschen näher rein. Auch hier die Frage, nachdem die Aktie verloren hat, 21% jetzt hier an Wert.
ist jetzt die Aktie fair bewertet oder nicht? Und wir sehen, nochmal ein bisschen näher reinzoomen, dass auch hier die Aktie eine Phase hat, wo der Aktienkurs ziemlich deutlich zugelegt hat, von 160 auf 230 US-Dollar hier in relativ kurzer Zeit. Dann auch eine Seitwärtsbewegung und jetzt mit dem Crash dann eine kleine Korrektur, Abwärtsbewegung hier dann von 235 auf 195 US-Dollar. Aber immer noch basierend auf Cashflow oder Funds from Operations überbewertet. Da wäre dann die Aktie mit 166 US-Dollar fair bewertet. Sind wir also noch leicht drüber. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir hier einen fairen Wert basierend auf der Dividende, der eine Unterbewertung nahelegt. Das sehen wir dann auch hier wahrscheinlich im Dividenden-Turbo. Da haben wir momentan eine Dividendenrendite von 1,9%. Und diese 1,9%, wenn wir jetzt mal hier den längerfristigen Korridor einzeichnen, die liegt dann etwas über dem Mittel des 5-Jahres-Korridors beispielsweise. Also liegt etwas, machen wir mal die ganzen Korridore weg, dann siehst du, dass momentan die aktuelle Dividende doch leicht über dem historischen Mittel liegt, sodass dann auch der faire Wert entsprechend die Dividende eine Unterbewertung nahelegt. Insbesondere deshalb, weil wir fangen ja hier mit der Bewertung an, lass mich nochmal schauen. Im Jahr 2012, und du siehst, dass im Jahr 2012 die Dividende noch deutlich niedriger war, weil einfach hier, beziehungsweise die Dividendenrendite deutlich niedriger war, weil trotz Kursgewinn das Dividendenwachstum sehr dynamisch ist. Müsstest du auch hier in der Kennzahl sehen, wo es um das Wachstum der Dividende geht, hier basierend auf den letzten 5 Jahren im jährlichen Mittel um knapp 20% gesteigert die Dividende. Ist also ganz ordentlich, was American Tower hier abliefert. Entsprechend stark sind auch die Kursgewinne. Wenn man ganz mal nach drüben schaut hier, die American Tower abgeliefert hat, dann auch hier auf 15 Jahre bezogen, immerhin knapp 1000%, 960%. Ist schon ordentlich, ist mehr als Microsoft, aber immer noch deutlich unter dem, was Amazon abgeliefert hat. Ja, gut, dann gehen wir also nochmal zurück zur Bewertung, zum bisschen ran. Und ich würde mich aber eher hier am fairen Wert orientieren, basierend auf den Funds for Operations und nicht basierend auf der Dividende, weil nur weil mehr Dividende ausgeschüttet wird, heißt ja nicht, dass das Unternehmen mehr wert ist. Ist nett für die Orientierung, aber wir nehmen jetzt mal den fairen Wert basierend auf dem Funds for Operations und da hättest du dann eine Renditeerwartung von 6,7%. Ebenfalls, falls die Prognosen so eintreten, A und B, falls der Markt den hier berechneten fairen Wert dann auch respektieren würde. Ja, ich habe American Tower, also wir haben American Tower im Starterdepot, aber ich habe sie jetzt nicht in meinem Hauptdepot sozusagen. Ich habe hier ein Kauflimit mal hinterlegt, um benachrichtigt zu werden, wie es weitergeht automatisch. Also ich kriege dann auch eine E-Mail. Ja, ich warte noch ein bisschen, bis der Aktienkurs noch weiter nachgibt. Mir wäre es ganz recht, wenn ich hier eine zweistellige Zahl stehen hätte, also 10% plus und dann erst einsteigen würde bei American Tower. Dann haben wir noch Microsoft. Microsoft-Aktien habe ich im Depot, genauso auch wie Amazon-Aktien. Gucken wir uns da mal die Bewertung an und gucken dann nochmal kurz hier, welcher der richtige Bewertungszeitraum ist, also der repräsentative Bewertungszeitraum. Da will ich mal den hier nehmen, weil hier das KGV nur bei 14 liegt. Machen wir mal den Zeitraum hier. Und dann holen wir uns jetzt mal die fairen Werte raus. Und dann siehst du, dass die Aktie analog zu den anderen beiden Aktien, die wir vorher auch angeguckt haben, da ist auch mal der Aktienkurs davongelaufen. Wobei, was wir erstmal hier noch sehen, ist vielleicht, dass wir eine relativ starke Abweichung haben zwischen dem fairen Wert Gewinn und dem fairen Wert operativer Cashflow. Vielleicht schauen wir uns das erstmal an, bevor wir dann wirklich so in die Bewertung reinsteigen. Und an was liegt denn das? Muss ich jetzt auch gerade mal gucken. Das kann daran liegen, dass hier der Gewinn relativ stark einbricht. Deshalb ist dann das KGV hier sehr hoch. Und der Gewinn ist in 2015 eingebrochen, das weiß ich noch, weil Microsoft die Handysparte abgeschrieben hat in 2015.
Das ist also eine Verzerrung. Also man müsste dann diesen Zeitraum hier nehmen und dann müsste sich das ein bisschen näher anschmiegen. Vielleicht tut es auch nicht so wirklich. Das heißt, wir nehmen den fairen Wert basierend auf dem bilanzierten Gewinn weg und erweitern dann dafür den Zeitraum hier, sodass das KCV vielleicht noch repräsentativer wird. Das machen wir. Dann nehmen wir mal schon 2008. Nehmen wir mal hier. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Und da siehst du, dass Dividende und fairer Wert basierend auf dem operativen Cashflow schön nah zusammenliegt. Also es ist immer so ein bisschen eine Spielerei, ja, mit diesem fairen Wert. Du musst halt nie einfach nur das nehmen, stumpf, was rauskommt in der Standardeinstellung, sondern verstehen, wie diese dynamische Aktienbewertung funktioniert und dann den möglichst repräsentativen Zeitraum auswählen für die repräsentativen fundamentalen Daten, also Gewinn oder operativer Cashflow, Dividende, entweder oder. Ist aber keine Wissenschaft. Wenn man es einmal verstanden hat, dann geht es doch relativ leicht von der Hand. So, und jetzt siehst du die ganze Geschichte hier. Und wie ich schon sagte, hier ist der Aktienkurs dann auch angezogen, davongelaufen. Und zwar erstmal hier bis 2018. Ne? Da war es ja bei Amazon beispielsweise, ist hier das Hoch erreicht worden und danach ging es seitwärts für Amazon. Bei Microsoft ist es anders. Microsoft ist angestiegen. Gab es eine Korrektur, ja, von auf 100 US-Dollar runter, aber die war dann relativ schwach ausgeprägt im Vergleich zu Amazon beispielsweise und danach ja auf zu neuen Höhen. Und jetzt aber auch dann nach unten hier haben wir die 23% Verlust in den letzten 4 Wochen, also im letzten Monat. Aktueller Aktienkurs liegt bei 137 US-Dollar, ist aber immer noch deutlich mehr als hier dann der faire Wert, der wäre hier auf bei 87 US-Dollar nur. Das ist vielleicht zu wenig. Also jetzt gehen wir nochmal zurück, gucken wir uns den KCV an und sehen momentan ist das KCV Kurs-Cashflow-Verhältnis bei knapp 20 noch. Hier war es auch mal eine Zeit lang ganz tief. Das war, als man Microsoft als Dinosaurier bezeichnet hat. Die Zeiten sind aber vorbei. Das heißt, ich würde doch kürzeren Zeitraum hier heranziehen. Guck mal, wie sich jetzt das KCV verändert. Momentan ist es 12,1. Wir gehen jetzt mal dahin und nehmen den Zeitraum und jetzt springt es auf 14,8. Dann haben wir hier faire Werte hier von ungefähr 100 US-Dollar. Ich glaube, das ist schon etwas realistischer, weil bei Microsoft läuft es ja wirklich gut. Die haben jetzt, ich habe es in den Blog auch noch mal kurz geschrieben. Guckt in den Blogbeitrag rein, da gibt es dir noch mal eine kurze Beschreibung der einzelnen Segmente und auch Links zu den zu weitergehenden Aktienanalysen. Da gibt es dann mehr zum Detail. Gibt es auch zu American Tower und zu Amazon auch kostenlose Aktienanalysen, auch verlinkt in den Blogbeitrag. Also habt ihr genügend zu tun, trotz des schönen Wetters, wenn ihr drin bleiben wollt, was ich empfehlen würde. Ja gut, jetzt haben wir einen fairen Wert von 104 US-Dollar, sowohl basierend auf der Dividende, auch basierend auf dem operativen Cashflow und soll dann auch leicht steigen. Gucken wir uns mal jetzt die Renditeerwartung an, basierend hier auf dem Cashflow. Die liegt halt nur bei knapp 4%. Momentan, wenn wir jetzt die Aktie kaufen würden. Das heißt, ich habe auch hier momentan keine Nachkäufe geplant. Ich habe jetzt nicht mal einen Kauflimit hier drin. Da müsste die Aktie jetzt schon noch ein bisschen weiterfallen. Ob es tut, weiß ich nicht. Ja, gut, das war jetzt mal beispielhaft. Sind wir jetzt mal die drei Aktien durchgegangen, die, wie ich schon erwähnt habe, hier die neuen Gipfelstürmer sind. So auf Microsoft auf Platz 1, Amazon auf Platz 2 und American Tower auf Platz 5. Du kannst im Aktienfinder natürlich das gleiche Spielchen machen für alle anderen Aktien hier auch, die hier in den besten Listen sind. Und wie gesagt, schau dir den Blogbeitrag gerne an und klick auf die diversen Links, um dir die Zeit möglichst nützlich und vielleicht auch rentabel, hoffe ich jetzt mal, profitabel für dich langfristig zu vertreiben. Ja, und dann komm gut durch Börsen- und Corona-Crash. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleib gesund, pass auf dein Geld auf und bis bald. Ciao.